Hallihallo, liebe YouTubler. Da bin ich gerade noch im Gefecht. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier mal wieder alles umgestellt. Herzlich willkommen bei World of Tanks mit Teasa, meinem Let's Play. Das müsste jetzt das Let's Play Nummer 7 sein, wenn ich richtig informiert bin. Ja, Let's Play Nummer 7. Ich möchte ganz herzlich Belgarion der 3 danken und auch Pigionic, den beiden möchte ich ganz herzlich danken. Also Pigionic, es liegt wohl an der Hardware. Ich war bei einem Kollegen, da war es nicht so am Ruckeln, es liegt wohl an der Hardware. Und Belgarion der, ich habe jetzt meine Mannschaften, wie du siehst, habe ich jetzt umgestellt. Das kann ich euch noch mal kurz zeigen. Du hattest das ja beschrieben. Man kann auch kurz mal ins Internet reingehen und unter World of Tanks Personalakte eingeben. Also wie gesagt, man geht auf die Mannschaft drauf, rechte Maustaste, dann kommt man Personalakte zur Kaserne schicken, gesamte Mannschaft zur Kaserne oder entlassen. Geht auf Personalakte, da seht ihr hier den Wehrpass, geht in den Reiter Ausbildung und könnt hier auf aktuelles Fahrzeug einstellen. Hier ist jetzt BS, also die Artillerie eingestellt, die französische, und dann könnt ihr ausbilden, entweder auf 50%, was ja kostenlos ist, oder aber ihr sagt, nee, ich will 75%, dann müsst ihr eben 20.000 Euro hier Kreditpunkte zahlen. Oder wenn ihr Premium-Konto habt, also Bezahlkonto, könnt ihr auch sagen, okay, ich will gleich auf 100% aufrüsten und habe dann meine 200 Einheiten zu zahlen. Nochmal kurz zu den Panzern. Umgestellt habe ich sie. Ich habe M7 Priced verkauft, weil ich mit dem Geschütz mehr meiner eigenen Leute umgebracht habe als sonstiges. Also das berühmte Friendly Fire. Ne? Das müssen wir ja nicht unbedingt machen. Das überlassen wir lieber den Amerikanern. Die haben das in ihren Kriegen ja so immer so wunderbar. Beziehungsweise machen das ja auch heute noch gerne in ihren Kriegen. Bringen sich gegenseitig um. Was ja beim Feind immer den Effekt hat, ist ja eine psychologische Sache. Die sagen sich, meine Güte, wenn die so viele Leute haben, dass die sich gegenseitig umbringen können, da sollte man gegen die besser keinen Krieg führen. Ja, so ist das. Also wie gesagt, das habe ich umgestellt. Hier hatte ich den B1, den habe ich verkauft und habe hier mir die Artillerie gekauft. Der ist immer noch da geblieben. Das ist der Nachfolger des Panzerkampfwagen 623. Ich will ja den mittleren Panzer haben, hier den Panzerkampfwagen 4. Und letztendlich, ich gehe mal kurz in den Forschungsbaum für Deutschland, könnt ihr das dann sehen. Wenn man den dann hat, dann kann man hier aufrüsten zu ihm hier. Also sprich, man geht diesen Baum dann runter, kann dann aufrüsten zum mittleren Panzer und kommt dann letztendlich zum Tiger, ne, schweren Tiger und so weiter. So, wie gesagt, also M7 Priced habe ich verkauft. Dann den M3 Lee, das haben wir gekriegt, den haben wir aufgewertet, beziehungsweise da haben wir das sogenannte Upgrade gekriegt, den T1 Heavy. Gehen wir auch mal kurz in den Forschungsbaum. Gehe ich auch mal kurz in den Forschungsbaum. Tut mir leid, Leute. Bin halt. Hey. Hab mittlerweile mir das Geschütz hier zugelegt, die 76 mm Gun. Das habe ich auch eingebaut. Muss noch den Motor. Da fehlen mir noch ein paar Erfahrungspunkte. Wie ihr seht, habe ich nur 925. Plus die freien, das sind 386. Aber mir fehlen 3.989 Erfahrungspunkte, um diesen Motor da zu bekommen, dann ist er auch ein bisschen schwer. Und ich will ja letztendlich auch auf den schweren Panzer M6, das kostet, oder dazu benötigt man dann 27.850 Erfahrungspunkte und der kostet dann aber auch gleich 885.000 Geldeinheiten. So. Wie gesagt, den M7 Priced habe ich verkauft und mir dafür den zugelegt. Das ist der T46. Jetzt gehen wir mal ganz kurz nochmal in den Forschungsbaum, diesmal für die Russen. Und zwar hat mich das immer geärgert, mit meinem T1 komme ich gegen diesen hier, den schweren Panzer KV-1 nicht an. Ihr könnt ja das auf, wenn ihr das über YouTube abspielt, könnt ihr das euch ja mal größer machen, dann seht ihr das. Und deswegen versuche ich jetzt den zu erhalten, um letztendlich den hier zu bekommen. Und dann mal sehen, vielleicht gehe ich den Baum dann runter, das muss man mal sehen, geht diesen Baum hier, und das müssen wir mal gucken, welchen Baum ich da. Aber ich werde ja wahrscheinlich den Baum da runtergehen, oder vielleicht nehmen will ich auch nur den, oder naja, maximal den. Oder KV3.
Das muss man mal sehen. So, hier mit meiner SU, mit meinem Jagdpanzer, ihr seht da nochmal, Jagdpanzer Stufe 4, bin ich sehr zufrieden, ist ein ganz tolles Ding. Mittlerweile habe ich das Geschütz hier eingebaut, gefährliche Waffe, ganz gefährliche Waffe. Und mir fehlen noch 6.284 Erfahrungspunkte, um dann den Jagdpanzer SU 85 zu bekommen. So, gehen wir mal ins Gefecht. Schnell, zack, zack, mit dem Jagdpanzer. Und sind auch gleich auf der Karte Weidpark angelangt. So, wir spielen mit Hypo Neros. Kree, JT Adams, Pitboss, Gnoso, Prophetus, Scanner, K, Kudrov, General Stopper, Katastrof, Big Doom, MC Ede, Diver und so weiter. Dark Poseidon ist gegen uns, Alex, Amara, T34 Striker, Moti 6, McRudder, Pussek 1, Reinhold 1, Silvestros, Bloodwork 4, VVA und Next 1221, PTA 32430, Hexes, Kretzowice und keine Ahnung wie das heißt und Born to Grill. BCH. So, dann wollen wir mal. Wie gesagt, ihr könnt euch das ja auch groß machen. Legen wir los! Ruckeln tut mir leid, aber das liegt, wie ich ja schon gesagt habe, an meiner Hardware. Ich war bei einem Kollegen, oder habe ich das nicht gesagt? Auf jeden Fall liegt es an der Hardware. Ich war bei einem Kollegen bzw. beim Kumpel. Und ja, da läuft das Spiel. Da läuft das Spiel sowieso, es läuft bei mir ja auch, aber da läuft das Spiel und HyperCam 3, der hat also auch HyperCam 3 in der Bezahlversion. Hat es mir mal kurz ausgeliehen, habe ich mal kurz aufgemacht. Da ruckelt es leider auch ein bisschen. Also, ohne Ruckel. Geht's wohl nur mit einer knallharten Hyper-Hardware. Hier drüber kommen sie nicht. Das ist nicht. Doch. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Ich wollte mich über dieses. Den Bahn da. Fährst, wenn ich jetzt schieße, dann kann es passieren, dass ich mit meinem, dass ich dich mit deinen 5% da wegpuste. Ja, er fährt vor meinem Geschütz her. Jetzt muss ich schießen, tut mir leid. Volltreffer! We'll be right back.
Standhöhe, da komme ich nicht drüber, oder? Erwischt! Hey, hey. Jetzt haben sie aber alle geschossen. Junge, Junge, Junge. Ja, das konnten sie aber gar nicht haben, dass ich zwei von ihnen da erwischt habe. Da haben sie sich aber auch gerecht. Junge, 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 habt ihr euch richtig an mir gerecht. Also, ihr habt es ja jetzt gesehen, das ist ein ganz schön knallhartes Geschütz. Hier, ich gehe noch mal kurz auf den Baum, das ist hier eine 85 mm. Die hat, Moment. Moment, das habe ich doch eingebaut. Ja, hier. Das ist die. Habe ich jetzt das eingebaut? Ach, das habe ich eingebaut. Das ist 5000. Ach so, das wollte ich nicht einbauen, weil ich gesagt habe, komm, ich. Stimmt, ich habe das Geschütz habe ich eingebaut. Das 85 mm D5 S85A. So. Huh. Das andere hier, das benötigt noch Forschung. Und das hat jetzt hier 13,3 Schuss pro Minute. Der Schaden ist 160 zu 280. Und die Durchschlagskraft ist 117. Das andere hat natürlich eine Durchschlagskraft von 130. Das ist natürlich höher. Und eine mittlere Durchschlagskraft von 170 und 44 mm und 43 mm und 161. Ja, es ist immer die Frage, lohnt sich das? Muss man das unbedingt? Also wie gesagt, ich versuche jetzt hier den Jagdpanzer SU-85 zu bekommen. So, der T-46, den ich mir hier geholt, beziehungsweise den, ich hatte den eigentlich schon, dann habe ich aber den weggemacht und habe dafür den M7 Priced genommen. Ich will dann den, seht ihr, den kann ich bekommen, also da brauche ich noch 545 Erfahrungspunkte. Ich habe den mit diesem Geschütz, mit dem 76 mm L10 Geschütz. Kann ich euch mal kurz hier Feuergeschwindigkeit, mittlere Durchschlagskraft, mittlerer Schaden und Genauigkeit. So, dann gehen wir mal mit dem ins Gefecht. Ah, die Karte Prokhorovka. So, mit Quantensprung, Klavier, Vidalete, Ludrak, Hatadra, Jeffix, Medal, Karos, Nenodrache, Ein Arco, Pole Center, White Pole, Time for Blue, Nemo. Gegen Valek, Panther und so weiter. Ihr könnt euch das, wie gesagt, ihr könnt euch das ja groß machen und könnt das ja dann lesen, könnt das kurz anhalten. Man ruckelt es auch nicht. So, wir spielen gegen einen 2MT. Den hatte ich auch. Der ist auch nicht schlecht. Das ist auch ein schöner Panzer. Der Marder ist auch nicht schlecht. SU-76 ist der Vorgänger von SU-85. Ist aber auch ein gefährliches, ist auch ein gefährlicher Jagdpanzer. Legen wir los! Müssen wir hin. Moment, ich muss jetzt mal kurz gucken. Mich kurz orientieren. Da sind wir dann okay. Ach, da. Da will ich hin. Weil ihr seht, da hinten ist der Felsen. Oder auch nicht. Ich gehe mal kurz auf groß. Da könnt ihr den sehen. Leicht verschwommen. Da wollen wir hin. Weil hinter Felsen und Gebüschen können wir gut munkeln. Übrigens, die Gebüschtaktik ist wirklich so, dass man sich hinter Gebüschen gut verstecken kann. Allerdings, Moment, jetzt mal gucken. Oh, ist noch keiner mitgekommen. M3 Stuart, BT. Na, Luxfilter steht ja da hinten. Der fährt da entlang. Oh, Moment. Da kommt doch einer auf mich zu. Da hinten der Täter. Wo ist denn genau ein Trottel?
immer schön im Spiel bleibe. Motor wird beschädigt, er zieht nicht mehr!
Ja, ich bin nicht mehr so taufrisch, deswegen so ein bisschen, lass ich dich da so ein bisschen vormachen. Also, nicht, dass du nicht böse bist. Ja, wir wissen. Wir versuchen jetzt da auch hinzukommen. Aber mein Motor ist nicht mehr in Ordnung. Das seht ihr, der ist ja auch gelb. Nicht, weil er so lustig ist, sondern weil er nicht mehr in Ordnung ist. Ich will nachgucken, F2 ist Angriff. Zur Basis. Oh Gott, er quält sich, oder? Wer hat da geschossen? Mhm. Seltsam, aber wahr. Das war jetzt F3, ne? Zurück zur Basis. Damit haben wir verloren. Schade. Na komm. Achso, war ja schon. Niederlage. Schade, damit haben wir verloren. Schade, schade, schade. Jetzt brauchen wir noch 396. Ich wollte euch aber eigentlich auch den T1 Heavy zeigen. Gut, gehen wir mit dem auch noch schnell ins Gefecht. Dann habt ihr den wenigstens auch gesehen. Oh, die Karte ist nicht so mein Favorite. So, der T1 Heavy Tank. Ich habe ihn mit einem besseren Geschütz ausgestattet oder ausgerüstet mit einem anderen Turm. Jetzt fehlt mir noch der Motor. Da muss ich noch Erfahrungspunkte sammeln. Das können wir ja nach der Schlacht, kann man dann nochmal gucken. So, ihr seht wieder, wer mit uns spielt. Wir sind ja, beziehungsweise ich bin ja Teazar und die übrigen spielen mit mir, beziehungsweise mit spielen ja alle meine. So, und gegen uns spielt Efficient Titan, Rio Bravo und so weiter. Auf geht's! Also der Panzer 4 ist auch Stufe 5. Das ist übrigens unser Panzer 38A. Ah, der Panzer 38A. Leute, wenn wir uns selber umbringen, bringt das nicht viel. Ich meine, das kann man zwar machen, aber das ist nicht sehr sinnvoll. So, wie positionieren sich da? Für den Churchill, jetzt habe ich nicht geguckt. Der fällt da in der Farbe auf.
ist auch ein großer Panzer, sonst war auch ein schön Ackern, um den reinzukriegen. Also so schön sie das ja auch hier mit den Landschaften programmiert haben und sie haben sich ja sehr viel Mühe gegeben. Aber manchmal so seltsam ist das bei den Panzern. Da ist noch eine Verbesserung eigentlich vonnöten. Was nutzt das, wenn man das alles gemacht hat und dann der Panzer mal eben 3 Stunden braucht, um so einen anderen Panzer der gleichen Augen. Fahrzeug ausgeschaltet. Das muss wehtun. Wir haben sie. Bisschen sauer auf uns, weil wir da so oben so lange stehen geblieben sind. Nach deren Meinung sind wir ja auch. Aber bin ich ja auch. Entschuldigung, bin ich ja auch. So, hier haben wir unsere kleine Artillerie. Für die Selbstfahrerfeder brauchen wir das. Und wir sind jetzt bei, mal kurz mal gucken. Ja, das wär's. Also bis zum nächsten Let's Play. Ich wünsche euch noch alles Gute, schönes Wochenende, schöne Woche und macht's gut.
Tschüss.